In diesem Video habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, was man einem Orchideenfreund so schenken könnte. Hallo und herzlich willkommen bei den Orchideen am Fenster. Ich bin Simone und ich habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht, was man einem Orchideenfreund wohl als kleine Freude mitbringen kann. Sei es nun zum Geburtstag, zu Weihnachten, als kleines Mitbringsel. Einfach mal so. Schenken macht ja immer Spaß. Besonders wenn du einen leidenschaftlichen, langjährigen Sammler beschenken möchtest, kann das manchmal ein bisschen schwierig sein. Willst du eine Orchidee schenken? Irgendeine besondere, irgendeine seltene? Hat er oder sie die vielleicht schon? Das ist eine schwierige Frage. Darum habe ich jetzt mal so ein paar andere Ideen gesammelt. Und natürlich sind die alle auch toll dafür geeignet, dich einfach mal selbst zu beschenken. Warum eigentlich nicht? Los geht's. Aber wo wir gerade übers Schenken reden, schenkt dem Video doch einen Daumen hoch. Töpfe kann man ja absolut immer gebrauchen. Sei es jetzt für eine spontane Topfaktion, weil eine neue Pflanze reingekommen ist. Im Frühling, wenn plötzlich alle gleichzeitig wollen. Aber es gibt ja längst nicht nur diese Plastikdinger aus dem Baumarkt, wie ich sie hier habe, sondern es gibt ja auch verschiedene Spezialtöpfe, allen voran hier das Orchitop, über das habe ich ja schon öfters gesprochen. Es gibt selbstbewässernde Töpfe und die können durchaus auch mal ein bisschen teurer werden. Darum eignen sie sich meiner Meinung nach als Geschenk ganz toll, weil das einfach nichts ist, was man so spontan einfach mal wegkauft. Oder natürlich, du weißt, wie dein Lieblingsorchideensammler seine Wohnung dekoriert hat und dann gibt es hier oder auch hier so Spezial-Orchideentöpfe, die verjüngen sich nach unten ein bisschen, sodass der Innentopf nie ganz auf dem Boden steht. Wasser kann immer ausreichend ablaufen, deine Orchidee hat nie nasse Füße und du weißt ja mittlerweile ganz genau, nasse Füße hassen alle Orchideen. Mein nächster Tipp für dich ist Zubehör. Alles, was man da so braucht. Eine hochwertige Schere, einen Löffel für feines Substrat, was habe ich hier noch? Hübsche Dekostäbe oder einfach hier diese Bambusstäbe, die kann man immer in Massen gebrauchen, wunderbar. Ich habe hier etwas zum Aufbinden, ich habe hier mein zugegebenermaßen schon ziemlich abgegriffenes Leitwertmessgerät und natürlich Klipse. Jede Menge Klipse. Das Ganze vielleicht verpackt in ein schönes Dekopaketchen. Und ich denke mir dabei einfach gerade so Sachen wie zum Beispiel das Leitwertmessgerät oder ein Luchsmesser oder eine hochwertige Schere, die gibt es ja auch mit wesentlich feinerer Spitze. Das sind alles so Sachen, die möchte man vielleicht, aber die braucht man nicht dringend und schiebt sie immer so ein bisschen vor sich her. So, ja, irgendwann kaufe ich mir sowas mal. Und wenn es dann plötzlich als Geschenk, wie gesagt, vielleicht auch noch ein bisschen schön verpackt vor einem liegt, ich denke schon, dass man damit einem Orchideenverrückten eine schöne Freude machen kann. Und nimm das bloß nicht für selbstverständlich, gerade wenn es jetzt hier um Stäbe geht oder um das Substrat und so weiter. Wir brauchen sowas ständig und wir freuen uns auch ständig darüber. Ich verlinke dir heute eine ganze Sammlung von Seiten, von Herstellern, die sich alle mit dem beschäftigen, was ich hier auch so ein bisschen anspreche. All diese Links findest du dann unten in der Videobeschreibung. Ich bekomme für die hier genannten Produkte und Firmen übrigens keinerlei Unterstützung, sei es nun Geld oder Sachwerte. Also fühl dich nicht gezwungen, direkt über diese Links zu bestellen, sondern hol dir Inspiration aus dem Video und schenk das, was deinem Liebsten, deiner Liebsten am besten gefallen könnte. Bücher sind immer eine tolle Geschenkidee. Besonders für Anfänger, um die kleinen, schnellen Fragen sofort zu beantworten, wie zum Beispiel sowas hier, Kosmos Soforthelfer. Dann gibt es verschiedene Lexika, um
Pflanzen, die man vielleicht im Geschäft oder im Internet sieht, schnell zu bestimmen. Es gibt jede Menge wunderbare Bildbände, die einfach Spaß machen, die einfach zum Entspannen einladen. Oder aber du investierst gleich in sowas zum Beispiel. Da wird es ein bisschen fachlicher, ein bisschen botanischer, wo auch Detailfragen geklärt werden zum Düngen, zum Wachstum, zum Naturstandort, Schädlingsbefall und so weiter. Ein Buch ist immer ein guter Begleiter. Was ich ja auch total gerne mag, ist Kunst mit Orchideen. Wenn es mal gerade nicht blüht, hat man trotzdem irgendwas Schönes anzuschauen. Und da gibt es ja, ach, da gibt es echt viel. Wenn du dich im Internet ein bisschen umschaust, es gibt Bilder, es gibt Tassen, es gibt sogar Duschvorhänge, Schirme, es gibt wundervollen handgefertigten Schmuck. Wenn man seine Orchideen immer dabei haben möchte, gibt es da ganz, ganz viele Wege, vielleicht auch mal ein ungewöhnliches Geschenk zu machen. So eine Pflanzenleuchte, gerade für die Wintermonate oder wenn die Tage erst langsam länger werden oder auch für weniger geeignete Fenster, die müssen nicht so grell pink sein. Man sieht das ja ganz oft, wenn man zum Beispiel im Internet nach dem Wort Pflanzenleuchte sucht, Pflanzenlampe sucht, gibt es da so ein grelles, aggressives Pink. Das liegt daran, dass Pflanzen nicht das volle Lichtspektrum brauchen, sondern nur das blaue und das rote Licht. Darum lassen viele Hersteller bei ihren Pflanzenlampen das Grüne einfach weg. Sieht aber irgendwie doof aus, oder? Gerade wenn du deine Orchideen im Wohnraum stehen hast, das ist auch anstrengend für die Augen. Die gibt es mittlerweile in allen möglichen Formen, als Strahler, als Leiste, keine Ahnung. Die müssen auch keine Stromfresser sein. LED ist überall auf dem Vormarsch. Was wichtig ist, achte halt auf die Werte. Ist es eine warmweiße Lampe? Ist es eine kaltweiße Lampe? Und vor allen Dingen halt auf dieses Wort Vollspektrum. Und natürlich findest du auch dazu jede Menge Links unten in der Videobeschreibung. Ich mag ja hier meine kleine Messstation. Ein Hauptsensor, der mir sowohl die Zeit als auch den Luftdruck als auch die Temperatur vor Ort anzeigt und die Messdaten von den insgesamt drei Außensensoren. Und natürlich habe ich die nicht alle außen positioniert, sondern einer steht an meinem kleinen Orchideenfenster, einer steht in meiner Vitrine und einer steht tatsächlich draußen auf dem Balkon. Und ich habe immer genau im Blick und sehe immer ganz genau, was wo passiert. Das gibt es natürlich auch wesentlich aufwendiger mit App-Steuerung und ich weiß nicht was, mit Verlaufskurven, die dann direkt aufs Handy geschickt werden. Ist auch ein bisschen was für Bastler, ist ein bisschen was für Liebhaber, aber ich sag dir, wir Sammler wissen gerne, was los ist bei unseren Pflanzen. Meine nächste Idee wäre ein Gutschein. Ja, okay, viele mögen es nicht, Gutscheine zu verschenken, weil das so erstmal so einfallslos aussieht. Aber bevor man irgendwas schenkt oder sogar was total Falsches oder viel Geld ausgibt für etwas, das vielleicht gar nicht den Anforderungen entspricht, ist das vielleicht eine gute Idee, mal auf so einen Gutschein zurückzugreifen. Alle großen Orchideengärtnereien, und davon verlinke ich dir jetzt auch einige unten, bieten unter anderem halt auch Gutscheine an. Und dann kann derjenige selbst entscheiden, möchte er Zubehör, möchte er Substrat, möchte er eine schöne Pflanze und was immer am Ende gekauft wird, es wird dem Beschenkten auf jeden Fall gefallen. Hier habe ich dir mal so ein paar Zeitschaltstecker zusammengesucht. Ich habe die wirklich mehr oder weniger in meiner ganzen Wohnung verteilt. Nicht zuletzt, weil mein Mann auch so ein Technikverrückter ist. Und die gibt es ja mittlerweile in total allen Ausführungen. Das geht von, oh, bisschen dreckig, von App-Steuerung und Steuerung über Sprachassistenten, über sowas hier, ein bisschen klobig, gebe ich zu, mit Fernbedienung, das hatten wir letztes Jahr in unserer Weihnachtsbeleuchtung, bis hin zu den guten alten Klassikern, wo man hier die Pinne rauszieht, zu den Zeiten, die man nicht haben möchte und die dann so tickern. Erinnerst du dich?
Wenn es nicht ganz so elektronisch sein soll, die leisten wundervolle Dienste, auch sogar im Außenbereich. Und ich besteuere damit alles Mögliche. Ich habe sogar eine ganze Steckerleiste dazu, von Beleuchtung über Ventilatoren, Luftbefeuchter, mein Handy natürlich auch. Sind eine nette kleine Spielerei, vielleicht nicht zwingend notwendig, aber doch was Hübsches, gerade wenn man viele Geräte individuell steuern möchte. Meine liebste Geschenkidee in dieser Reihe ist Zeit. Was könnte es Schöneres, was könnte es Wertvolleres zu verschenken geben als Zeit? Du könntest vielleicht einen kleinen Ausflug zu einer Orchideengärtnerei organisieren. Oder sogar eine Tour zu mehreren. Irgendwas weiß ich nicht. Viele machen Führungen durch ihre Gewächshäuser, viele bieten Workshops an. Viele haben auch kleine Kaffeetische in den Verkaufsräumen, wo man sich mal gemütlich hinsetzen kann, diese ganze wunderbare Atmosphäre auf sich wirken lassen kann. Und noch schöner ist es natürlich, wenn du das Ganze dann mit diesem eben genannten Gutschein kombinierst und ihr vielleicht gemeinsam eine schöne Pflanze aussucht. Aber die verbrachte Zeit, die man intensiv miteinander verbringt, ist für mich einfach das Schönste, was man einem Menschen geben kann. So, da war ja eine ganze Menge dabei. Ich hoffe, du hast dich inspirieren lassen, du hast tolle Ideen gefunden, du schaffst es, deinem lieben Menschen, deinem liebsten Orchideensammler eine wundervolle Freude zu bereiten. Und ich fände es ganz super, wenn du mir von deiner Idee oder von deiner Erfahrung des Schenkens unten in den Kommentaren berichtest. Und das nächste Video ist schon in den Startlöchern. Kommt bald zu dir hier bei den Orchideen am Fenster. Wenn dir das Video gefallen hat, magst du das hier sicher auch. Hier findest du mein neuestes Video und wenn du den Abo-Knopf drückst, erfährst du von allen neuen Videos, die ich hochlade.